Internet, Fernsehen und Radio, das sind die Medien, die Kinder und Jugendliche heutzutage nutzen. Die Zeitung hingegen, die rückt immer mehr in den Hintergrund. Und auch der Bezug zum Lesen an sich geht immer mehr verloren. ZISCH ist die Abkürzung für das Projekt Zeitung in der Schule und gibt sowohl Grundschülern als auch weiterführenden Schulen die Möglichkeit, die Zeitung im Unterricht aktiv kennenzulernen. Das Wichtigste an diesem Zeitungsprojekt ist, dass wir die Lust am Zeitunglesen wecken wollen. Wir wollen, dass die Schüler mit unserer Zeitung zusammenarbeiten, an der Zeitung arbeiten, Themen aus der Zeitung bearbeiten, dass sie viel Spaß daran haben an der Allgäuer Zeitung und ihren Heimatzeitungen und dass sie hoffentlich nach diesem Zeitungsprojekt einfach ein bisschen mehr wissen über uns und auch über das, was in der Welt passiert. Die Auftaktveranstaltung von ZISCH in diesem Jahr fand bei der Allgäuer Zeitung statt. Hier konnten die Lehrer mehr Informationen sammeln und sich auf ZISCH vorbereiten. Ab 22. November geht's dann los. Die Grundschulen bekommen bei dem Projekt die Allgäuer Zeitung 14 Tage kostenlos, weiterführende Schulen 4 Monate lang. Projektleiter Ralf Volz hat von Schülerinnen und Schülern schon viel Feedback zu dem Projekt bekommen. Das Projekt ZISCH würde ich anderen Schülern auch empfehlen. Da ist ein Prozentsatz unter einem Prozent dabei, der sagt, naja, sie sollen auch mal schwitzen. Der Rest findet das Projekt einfach toll. Sagt einfach, ich habe so viel gelernt, ich habe keinen Deutschunterricht gemacht und schreibt dann auf unsere Befragungszettel eine ganze Latte von Themen, die sie besser können als vorher. Und das ist einfach Lernen mit Spaß, das ist Lernen mit der Zeitung. Und wenn Schüler davon begeistert sind und die Lehrer da zu 100% an dieser Aktion wieder teilnehmen, dann reicht uns das eigentlich. Durch ZISCH wird nicht nur die Zeitung wieder in den Vordergrund gerückt, die Jugendlichen sollen auch lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen. Die Schüler können auch Artikel selbst schreiben. Die Lehrer geben diese dann bei der Allgäuer Zeitung ab. Wichtig ist nur, bestimmte Formate und Größen zu beachten, wenn sie veröffentlicht werden sollen. Es gibt aber auch noch andere kreative Möglichkeiten, mit der Zeitung zu arbeiten. Im Sportunterricht verwenden wir dann die Zeitung noch so, dass sie nicht direkt im Altpapier landet. Wir knüllen die Zeitung mit den Füßen. Dadurch wird die Fußmuskulatur gestärkt. Wir haben, bevor sie zerknüllt wurde, haben wir noch einen Staffellauf gemacht mit den Zeitungen auf der Brust, dass die nicht runterfallen. Ja, und einen Zeitungsklauen haben wir im Fasching gebastelt. Da wurden dann ausgeschnittene bzw. ausgerissene Zeitungs- und Prospektteile zu einem Kunstwerk. Und das sind nur einige Ideen, die die Lehrer bei dem Projekt mit den Kindern verwirklichen können. ZISCH bietet also auch in diesem Jahr wieder viele Möglichkeiten, kreativ mit der Zeitung zu arbeiten.